Oida, was geht ab, Latonia? Mit ein paar alten Gesichtern, ein paar bekannten Gesichtern. Wir haben uns mal spontan zum Essen getroffen. Von, keine Ahnung, 6, 7 Leuten haben es diese 2 geschafft. Aber naja. Besser 2 als keine. Wir gönnen uns jetzt was Saftiges zu essen und dann schauen wir mal. Food Channel. Gabbara-Schorle, Alter. Gabbara-Schorle. Saftig. Guten Appetit. Danke. Saftig, saftig, saftig. Ich sag bitte nochmal, was du gerade gesagt hast. Ja, ich meine, ich habe nur diesen Betrag an Sternschrauben von diesem, was es kostet, diese neue Attacke dazu zu bekommen. Ich dachte, das ist so eine Frechheit. Ja? Ich wusste nicht am Anfang, für was es ist, weil ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ja. Ich habe nur gesehen, es ist mega teuer. Ich habe gleich die Finger davon gelassen. Plus, dass es Bonbons kostet. Ja? Bei bestimmten Pokémon sind die Bonbons halt einfach viel zu wertvoll. Bei den Legendären zum Beispiel. Es lohnt sich nicht. Ja? 100 Bonbons, 100.000 Staub. Ja, es lohnt sich null. Da gibt es auch einen Tipp, oder? Wenn ihr zum Beispiel ein Pokémon habt, also was ihr entwickelt, dann macht es bei der Vorentwicklung beim Baby halt das Ding, ja, die Attacke, weil das kostet dann halb so wenig wie beim Aus. Gott hat die echt aktuell. Ja, das habe ich bei Mamutek gesehen, oder? Weil der kostet dann 100.000 anstatt dann 50.000. Weißt du? Zum Beispiel ist. Aber bei den Legendären bekommt man dann so viele Bonbons. Du musst ja Sonderbonbons haben. Ja, dann musst du halt viele Raids machen. Rain, ja. 100.000 Schaden. Ja, aber das ist. Da weißt du, wie das ist. Ja, ich weiß. Das seht ihr das? Ich hab direkt das Video gegen Nantic gemacht. Und die Zuschauer schreiben auch so: Horn, übertreib nicht, das ist ends wenig, das macht voll Spaß, den Staub zu sammeln und so. Ja, das mag schon sein, aber soll mal einer sagen, Mann, wie lange er braucht für 100.000 Staub? Ich meine, wir haben. Das soll mir mal einer mal sagen. Hab ich auch gesagt. Ich sag's mal so: Horn und ich haben an 2 Tagen. Was hast du? Evoli. Wochenende, wo dreifach Sternstaub war, dann haben wir noch dieses Sternstück gezündet und wir haben an den 2 Tagen haben wir 200.000 Sternstaub gemacht. Wir haben 6 Stunden gespielt. Ganz ehrlich, ich gebe keine 100.000 aus. 3 Stunden Spielzeit plus die Sternstücke, die ich da ausgegeben habe, es lohnt sich null. Ja. Plus, abgesehen vom Sternstoff, musst du auch die Bonbons investieren. Ja, ist halt so. Du willst Mewtwo zum Beispiel ein Ding geben, Alter, da brauchst du nochmal 100 Bonbons, Mann. Und du musst dann natürlich pushen. Also wenn du noch ein gutes hast. Nee, das ist echt krass. Ich weiß nicht, also es gibt nichts, was mich dazu verleitet, das zu tun. Es gibt keine gescheiten Preise. Also, wenn es jemand machen will, weil er nichts Besseres hat, um mit seinem Sternstoff was anzufangen, dann soll er es machen. Ich persönlich finde es Verschwendung. Komplett. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie sie das ausgerechnet haben, dass sie auf diese Menge an Sternstoff und Menge an Bonbons gekommen sind. Weiß nicht, haben sie einfach gewürfelt oder. Ich weiß nicht, ich meine, es hat ja keinen Sinn. Ich habe das auch gesagt. Ja. Ich war in der Minderheit, jeder hat das gefeiert. Ja, gut. Dann gebe ich dir zu 100% recht, Mann. Das ist einfach total viel, oder? Ja. Die ganze Zeit, nur dass ihr es wisst, Hong hat mich nicht damit beeinflusst, es war meine eigene Meinung. Ja, es war meine eigene Meinung, er hat nichts davor gesagt. Ich habe ihn einfach heute darauf angesprochen, dass ich das nicht verstehe. Und deswegen hat er sich dazu entschlossen, auch dieses Video zu machen. Ja? Nur dass ihr es wisst. So, fertig gegessen. Ich hoffe, das Geläut ist nicht zu laut. Oh mein Gott. Auf jeden Fall, die Jungs sind da hinten. Da vorne ist ein Vati-Raid, den mache ich jetzt schnell. Und da hinten ist dann noch ein Pikerraid für die Jungs, der erste. Das seht ihr aber in einem anderen Video. Ihr habt keine Ahnung, was genau ihr seht, in welchem Video, weil wir drehen ein paar verschiedene Sachen. Ich habe gerade nach deren Meinung über PvP gefragt. Das seht ihr in dem Video. Und dann noch über ein anderes Thema, aber wie gesagt, das seht ihr gleich. Aber ich muss mich jetzt erstmal beeilen, denn das Warti läuft nur noch 3 Minuten. Hauptsache, ich komme rein. Heißt aber auch, ich habe nur einen Versuch. Sollte aber klappen. So, schauen wir mal, ob ich von hier reinkomme. Alter. Die Wartegruppe. Na, schauen wir mal. So. Ich bin schon drin, aber ihr müsst den ja nicht machen.
Mike hier. Ich hoffe, ich hört das mal auf. Schon bei der Hälfte, 130 Sekunden. Warte, ich kann echt nichts. Alter, Ampharos ist krass, Alter. Wisst ihr noch, wo wir unser erstes Ampharos wild gefangen haben? Ja, Mann. Das war mit Felix. Da hat's geschüttet, Alter. Ja, Mann. Stimmt. Das war echt brutal. Da hat's geschüttet wie Sau, Mann. So. Grüße gehen raus, Felix. Gestern beste Freunde geworden mit dir. Seitdem. Alles gut, das bleibt. So. Er ist auch früher gestorben, ich habe nicht auf Erdbeben jetzt geklickt. Sind wir noch Level 38? Warum jetzt? Mach mal Level 40 werden. Get Challenge. Allein Challenge mit, für allein Video, mit Best Friend kannst du locker Level 40 werden. Denn mein Kleiner ist 39, nur mit besten Freunden. Oh mein Gott. Er hat gestern 2 Millionen oder so gemacht. Gib's euch an und dann mit Freunde. Dann allzünden Servus. Ja gut, ich hab ja nur euch, Mann. Ich hab ja nichts zu machen. Sollen nicht ein paar Zuschauer werden? Ja. Leute, schreibt einen Code unten in die Kommentare. Der Dimi wird euch adden. Er braucht noch Freunde. Okay, wie das klang. Hey, normal. Ich hätte auch noch ein paar Leute. Ich hab gestern 4 Millionen EP oder so gemacht. Ah, schon gut. Einfach alle gesammelt und dann... Dann an einem Tag Bar, Alter. Ja. Man muss sich halt mit den Leuten dann absprechen, gell? Das ist eigentlich C-Day, 11 Uhr so generell, weiß jeder Bescheid, da ist eine Zeit für die Einheit. Genau, weil da eh immer Zeit wird. Das ist eh Event. Event macht immer eh, und dann wird ja. Eh immer Ding zu mit einem. So. Ich hab schon 100, gell? Echt jetzt? Schon, krass. Wie viele Rates hast du bis jetzt gemacht? Wahrscheinlich sogar gegen Wildcare. Vom zweiten Tag 100, dann kommt er gleich nicht mehr. Super hart. Super hart in der Form. Ey, diese ich krieg gleich 12 Stück drin. Irgendwie verblüfft es nicht. Ich denke schon mal reden. Dieser Flor. Der wurde bei mir automatisch ausgewählt, Mann. Ja, was dann kommt. 18 Leute. Aber echt. Ich hab ein Pokémon. Hier ist echt viel, Mann. Sogar mehr als erwartet. Wenn du in der Stadt unterwegs bist, kannst du immer Raid machen. Immer. Die meiste Stadt ist tot, Alter. Ich muss mal aufbauen. Ich hab nicht mal Rigi Eis. Echt? Ja. Ich hab Rigi Rock. Das Einzige, was mir fehlt, ist Ding, Alter. Das sieht man. Aber die kommen eh alle. Die Feldforschung kommen nicht da. Ja, bestimmt, gell. Okay, bestimmt bringst du auf jeden Fall mir für die Feldforschung. Ich habe noch keins von den Deops. Gab es mehrere Formen oder gab es zwei? Ich habe gar keins. Normal Form und Angriffsform. Ja, jetzt ist Angriffsform. Ich glaube, könnte man alleine machen. Angriffsform kann man alleine. Was ist das denn? Das ist ja, weil er Angriffsform ist. Ist doch klar, dass er nicht viel durchstecken kann. Ja, der kann viel austeilen. Ja, das ist okay. Ja, also. Ja, gut, dann kannst du immer wieder neu rein. Oh mein Gott. Na, schau, was du so siehst. Du? Zwei Balken. Ja. Ah, krass, oh ja. Okay. Die erste zwei Ladeattacken, ja, die sehe ich hier. Siehst du? Dann kannst du da einfach aussuchen. Interessant. Ja. Mammut-Tennis im Fall. Da war meiner schon tot. Gleich zu spät. Was war das, Mann? Der Drakometer. Aber er schaut schon echt geil aus, oder? Falke schaut schon echt geil aus. Oh okay, mein Gott, ist auch tot, Mann. Oh mein Gott, ich brauch ein ganzes Team, Alter. Die andere Team und sein Tod. Also, ich hatte vor, den zu viel zu machen, weil ich wusste nicht, dass hier Leute kommen.
Das wäre, glaube ich, nichts geworden. Ja, wieso denn? Wir hätten ja noch 11. Ja, wir hätten ja Zeit gehabt. Gleich mit drei aber Teams mit drei Kometo wäre schon schwierig. Also das wäre echt knapp gewesen. Sehr, sehr knapp. Also letzte 10 bis 20 Sekunden. Ich glaube, wie es das heute alles gerissen war. Wir haben nicht mal die CD-Attacke. Ich kann doch Solarstrahl. Echt? Ja. Du hast nicht mal die CD? Der Solarstrahl, beste. Du musst ja erst sonnlich tanken. Ja, man, bei Ding zum Beispiel beim Spiel muss er erstmal eine Runde warten, bis der Takt aufgeladen ist und dann greift er es an, oder? Weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. Okay, ich habe keine Bonbons bekommen. Was ist 100% hoch? 22,80. Oh mein Gott. Echt? 63. Ganz gut, meine 92er. Könnte 96 sein. 96 vielleicht, ne? 93, 96, also. Stabil für den ersten. Yeah. Ersten und wahrscheinlich einziehen. Ich hoffe, du fängst ihn. Oh mein Gott, Mann. Ich fange ihn jetzt schon. Die ersten bis Gönnung, Alter. Gib Bescheid, wenn du fast keine Bälle mehr hast. Okay. Wieso hüpft das so oft, Mann? Was ist das? Oh mein Gott, leidend. Okay, ist weit hinten, Mann. Leide doch nicht, Mann. Erinnert mich so an Labras früher. Labras laufen so weit hinten. Labras 1 einfach zu fangen, oder? Ja, ach nein. Oh, echt jetzt? Soll ich jetzt hier wieder was einblenden? Ich glaube, wenn der entkommt, Dimi kann echt zu Fuß nach Hause. Dimi wird dann nie wieder bei mir mitfahren, oder? Und ich investiere direkt bei Philipp, oder? Das ist so geil. Alter, ich kann nicht werfen, Mann. Soll ich machen? Nein, ich brauche irgendwas zum Abwischen gerade. Gib her, ich fang's dir sofort. Ich brauche was zum Abwischen, Mann. Boah, schau das mal an. Gib her, ich mach schon. Okay, Tati, ich mach Cheat, Alter. Kamera-Cheat. Hey, ich kann nicht werfen, Alter. Hey, ich mach schon. Hau ab, Mann. Du hast echt Ding, Alter. Ja, dann wirf du lieber, Alter. Ja, mach ich auch. Ja, ich hab noch 35 Bälle. Ja, okay. Mir ist es scheißegal. Ja, gleich hast du keine mehr, Alter, Mann. Nee, das ist mir auch egal. Ich glaube echt keine mehr, Mann. Tati, läuft bei dir. Ey, das gibt's doch gar nicht, Mann. Tati, echt gut, Alter. Oh mein Gott. Oh schau mein mal, Gott, wie kurz die alle sind, Mann. Die sind alle ends kurz, die Bälle. Ich bin gerade endglücklich, Alter. Schau, wie Tati leidet, Alter. Das war ein Displayfehler, Mann. Displayfehler. Das war zu krass, Alter. Oh mein Gott, Mann. Ich glaube, 50 Bälle verballert, Alter. Das ist auch exzellent, wirklich. Oh mein Gott, was war das, Mann? Er hat ihn angegriffen! Nein! Das ist kein Angriff, wenn er springt, Alter! Ja. Willst du die letzten zwei werfen, Hom, wenn ich verkacke? Das ist immer so eine Sache, weil anderes Handy, da braucht man immer ein paar Bälle zum Gewöhnen und so. Oh mein Gott, hättest du mir vorher gesagt, Mann! Du schaust das schon. Mach dir doch selber, Alter. Warte einfach bis andere. Jetzt. Ah, great, Alter. Passt doch. Great würde auch bleiben. Ich gönn's dir. Okay, er bleibt halt gar nicht drin, Mann. Er mag auch was anderes zum Essen. Ah, fuck. Nein! Nicht gehört. Fuck. Mir hat's aber leider oh mein Gott! Mein letzter Ball! Die sind so schlecht. Hast du gefangen? Oh mein Gott, jetzt kommt der Final Catch. Lieber Gott! Oh mein Gott, das war nichts. Jetzt bleibt ja, Critical. Oh mein Gott, war Critical. Tschüss, Alter. Tschüss, Palki, Alter. Schade. Tschüss, 96er Palki, Alter. Ja, Dimi hat ihn leider nicht gefangen. Seinen ersten und wahrscheinlich einzigen Palki. IV-technisch sogar recht gut, aber wie gesagt, leider nicht. Ansonsten war es eigentlich auch schon wieder. Ich habe auch gar nichts zu sagen oder zu fragen. Es gibt ein paar verschiedene Themen. Mystic 7, Trainertipps, Kanal gesperrt. Ich weiß nicht, ob ich dazu irgendwas sagen soll oder werde. Neuer Ladebildschirm mit Farbigel ist am Start. Zumindest für ein paar. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, dann für alle oder zumindest die nächsten paar Tage wird es soweit sein. Dann kommt Farbigel, irgendwas mit Snapshot oder Schnappschuss Go. Und vielleicht irgendwas mit Pantymos wird passieren, aber das werden wir noch sehen. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist jetzt Business.